Aus unserem regelmäßigen Solartest wissen wir, ein Angebot für eine Photovoltaikanlage kann ganz schön verwirrend sein. Preise, Komponenten und Zahlen zu Gewinn, Einsparung und Autarkie wollen eingeschätzt und verglichen werden. Dass ein PV-Angebot auch Spaß machen kann, zeigt der Anbieter Zola mit seinem Konfigurator. Dort können Sie alle relevanten Daten und Komponenten der geplanten Anlage einsehen und auch selbstständig verändern. Wir haben den Solaranbieter in Berlin besucht und zeigen euch zusammen mit CCO Sarah Müller den Zola Konfigurator. Ich freue mich sehr, heute wieder bei Zola zu sein und die Sarah zu treffen und bin schon sehr gespannt, was es für Neuigkeiten von Zola gibt. Ja, hi Markus, freut mich auch, dass ihr wieder hier seid und mit dir darüber zu reden, was wir alles so gemacht haben in den letzten Monaten. Eine Frage, die unsere User ja immer haben, ist, wie funktioniert denn eigentlich so das Betriebswirtschaftliche? Ich glaube, ihr habt ja auch eine Studie gemacht, das Geld steht momentan im Vordergrund. Das heißt, was kann man konkret einsparen? Und da habt ihr, glaube ich, eine tolle Produktlösung dafür. Absolut, genau. Wir haben gerade über 1000 Hausbesitzende befragt und festgestellt, dass die Ersparnis mit der PV-Anlage der Hauptgrund für den Kauf einer Solaranlage ist. Das liegt bei 62%. Insofern ist es euch da draußen immer wichtiger, wie viel kann ich eigentlich mit meiner Anlage sparen, wann rechnet sich das, wie unabhängig werde ich auch, wenn ich meine Energie vom eigenen Dach ziehe. Und genau das haben wir jetzt alles in unserem neuen Solar-Online-Konfigurator umgesetzt. Also jetzt sind wir in dem Konfigurator. Ich sehe ganz viele Zahlen und Grafiken. Vielleicht kannst du mich ja mal ganz kurz durchführen. Als Laie, was kann ich denn da jetzt alles sehen? Super gerne. Also der Zola Online Konfigurator ist ja wirklich bei uns das Herzstück des Planungsprozesses und insofern auch des Beratungsprozesses für die Kundinnen. Du siehst eben bei uns im Zola Konfigurator auch wirklich dein Haus und dein Dach. Das heißt, alle Zahlen, die wir uns jetzt gleich angucken, sind auch immer ganz individuell auf dein Objekt berechnet. Und ja, was hat sich getan? Nachdem wir ja gelernt haben, was wir eben gesagt haben, das Wichtige ist eigentlich, wie viel Geld kann ich denn mit der Solaranlage sparen? Haben wir das einmal direkt hier für dich in der Übersicht eben wirklich, ne, was sparst du denn über die 30 Jahre Laufzeit der Anlage? Wie unabhängig bist du? Also wie viel Strom kannst du eigentlich selbst aus der Solaranlage nutzen für deinen Strombedarf? Und eben ganz wichtig, das haben wir auch neu eingeführt, du siehst auch über den Jahresverlauf wirklich deine Ersparnis. Hier Frühling, Sommer, Herbst, Winter und so weiter. Okay. Genau, absolut. Das heißt, wir räumen hier auch auf mit einem der Vorurteile, ne, dass du im Winter eigentlich keinen Solarstrom produzierst, sondern du siehst in dem Fall, selbst im Winter sparst du immer noch Geld mit deiner Solaranlage. Was ist aber das wirklich Spannende und auch Neue, was wir hier drin haben? Du kannst eben jetzt hier, wenn wir auf die Energieerzeugung gehen, wirklich gucken, was ist denn der Gewinn aus meiner Anlage? Hier siehst du eben über die 30 Jahre Laufzeit, was habe ich an Ersparnis und was ja auch ganz viele Hausbesitzende da draußen umtreibt, wann rechnet sich eigentlich die Anlage? Okay. In unserem Fall wäre das jetzt innerhalb von 13 Jahren. Du siehst aber hier auch direkt die Annahmen. Also was kostet mich denn der Strom, wenn ich ihn aus dem Netz ziehe, aber auch was ist denn mein Verbrauch? Und ich meine, bei euch weiß ich ja, ist das Thema E-Mobilität natürlich ein größeres. Ja, klar, da bist du immer mit 5000 Kilowattstunden pro Jahr locker dabei. Genau, das können wir jetzt gleich hier eingeben, können das Ganze neu berechnen und du siehst, schon hat sich die Solaranlage in 10 Jahren amortisiert. Genau. Du siehst, du sparst über die Zeit über 100.000 Euro ein. Nach 9 Jahren von insgesamt 30 Jahren Laufzeit hat sich die Anlage rentiert. Aber eben ganz wichtig und auch ganz neu, was du jetzt auch gesagt hast, ich kann hier wirklich meine eigenen Verbrauchsparameter und Energiepreise hinterlegen. Also das ist jetzt sozusagen das Foto oder das Bild von dem Haus und jetzt kann ich aktiv das verändern in dem Konfigurator. Genau, das ist hier eben anhand von Satellitenbildern, aber auch du stellst uns im Prozessbilder zur Verfügung, wirklich dein Haus, dein Dach und was du hier eben machen kannst, ist zu sagen, Mensch, 28 Module, ich erwarte eigentlich, dass mein Stromverbrauch doch nochmal aufgrund von E-Auto, Wärmepumpe deutlich steigt. Ich möchte mal gucken, wie das Ganze mit 4 Modulen mehr aussieht. Dann rechnet es eben das System, guckt natürlich sofort, was kostet dich das dann, aber... Genau, du kannst dann eben auch sofort hier oben wieder sehen, was macht das mit den Leistungsparametern, wie verändert sich Gewinn, wie verändert sich die Autarkiegrad und eben auch die Einsparung dadurch. Und was eben auch im Konfigurator geht, ist, dass du eben guckst auf die Produkte. Also will ich zum Beispiel einen Speicher, ja oder nein, um eben meinen Autarkiegrad hochzuhalten. Ladestation zum Beispiel, da können wir jetzt mal schauen, was hier... Eine Wallbox von Webasto können wir jetzt dazu wählen. Nehmen wir die nochmal dazu. Genau, auch das haben wir jetzt dazu.
Und genau, was wir uns hier zum Beispiel auch angucken können, ist ja, was auch ein heiß diskutiertes Thema war, das ganze Thema Module. Mhm. Da haben wir auch verschiedene Leistungsklassen, wir haben aber eben auch verschiedene Anbieter und eben zum Beispiel auch, kannst du dich für europäische Module bei uns entscheiden. Muss ich dann jedes Mal bei euch anrufen und dann Berater ans Telefon bekommen, was ja manchmal schwierig ist, oder kann ich das selber auch ein bisschen rumspielen und machen? Unser Konfigurator ist so kinderleicht, wenn du das erste Mal mit mir, wie wir beide jetzt gerade, oder dann natürlich auch mit einem unserer Kollegen gesprochen hast, dann kriegst du einen Zugang eben zu deinem ganz individuellen Konfigurator mit deinem Dach, mit deinen Verbrauchsparametern und dann kannst du hier so lange konfigurieren, wie du möchtest. Jetzt war ich ja das letzte Mal bei dir und du hast mir das Hems erklärt. Was hat sich denn da bei euch getan? Gibt es da Neuerungen, die vielleicht für unsere User auch interessant sind? Auf jeden Fall, da haben wir tatsächlich 4 Neuerungen und waren sehr fleißig in den letzten Monaten. Das erste ist, dass wir neue Ladimodi haben. Ich habe dir damals gesagt, du kannst natürlich entscheiden bei deinem E-Auto, will ich das immer vollladen oder will ich das solaroptimiert laden? Das heißt, um meine Ersparnis zu maximieren. Jetzt haben wir auch ein autarkieoptimiertes Laden. Das heißt, dass du eben immer möglichst viel deiner E-Mobilität abdecken kannst mit unserem Solarstrom. Oh, toll. Dann haben wir ja auch schon drüber geredet, der Hauptgrund, warum sich Userinnen für eine Solaranlage interessieren, ist die Kostenersparnis, die sie damit haben. Mhm. Auch das siehst du jetzt in unserer App. Also du kannst wirklich für verschiedene Zeiträume dir angucken, wie ist denn meine Ersparnis wirklich gewesen. Genauso wie eben der Autarkiegrad. Das heißt, wie viel meines Strombedarfs konnte ich denn durch meinen Solarstrom decken. Außerdem testen wir noch ganz viel zum Thema Wärmepumpen. Da freue ich mich dann in unserem nächsten Video mit dir drüber plaudern zu können. Und dann haben wir auch noch den Solar Check-In eingeführt. Das heißt, bei uns muss es jetzt gar keinen Vor-Ort-Besuch mehr geben, bevor wir deine Solaranlage aufs Dach bringen. Das klingt spannend, weil gerade in unserem Solartest haben wir festgestellt, einige Anbieter wollen ja noch aufs Dach steigen, sich alles anschauen. In der heutigen Zeit stellt man sich die Frage, warum sie sich das antun. Insofern freut mich das, dass du mir ein bisschen was heute zu dem Check-In erzählen kannst. Dann zeig mir doch mal, wie dieser Check-In funktioniert, bitte. Also der Solar Check-In funktioniert wirklich ganz einfach in deiner App, über die du nachher auch dann das ganze Energiemanagement für deine Anlage machen kannst. Du bekommst von uns nach dem Kauf einen individuellen Code, meldest dich einmal an und schon geht der Solar Check-In los. 60 Minuten und einen Zollstock, oder? Genau, du solltest eine knappe Stunde Zeit haben, brauchst nichts außer eben der App, die du sowieso ja bekommst, weil du darüber nachher auch dein Energiemanagement machst und eben Zollstock und dann geht's schon los. Das heißt, wenn wir uns den Check-in angucken, du hast einmal einen Zugangscode bekommen, damit wir natürlich auch genau deine Anlage hier gemeinsam planen. Da wir schon ein bisschen was vorbereitet haben, waren hier jetzt schon ein paar Daten eingegeben. Dann siehst du einmal die Struktur vom Solar Check-In. Es gibt ein paar allgemeine Informationen, die wir haben. Dann das ganze Thema örtliche Gegebenheiten, ein Bauplan. Aber ich glaube, das Spannendste ist örtliche Gegebenheiten, weil das ist natürlich das, was sich typischerweise ja im Vorortbesuch angeguckt wird. Das heißt, wenn wir hier einfach mal reinspringen, dann du siehst Formular fortsetzen, also nicht wundern, wir haben für euch natürlich schon ein bisschen vorgearbeitet. Da gibt es Fragen zum Haus, zum Dach, zu den Ersatzziegeln, zum Zählerschrank. Das ist auch ein wichtiges Thema. Absolut wichtiges Thema, auch wie sollen eigentlich die Kabel nachher verlaufen. Und genau, hier können wir aber einfach Schritt für Schritt durchgehen. Es geht nochmal um ein paar allgemeine Informationen, die wir natürlich aus dem Kaufprozess aber auch schon wissen. Wie alt ist irgendwie das Dach? Auf wie viele Dachseiten wollen wir bauen? Und dann geht es eben los mit dem Dachtyp, den du hast. Und eben wichtig, natürlich brauchen wir auch Fotos. Aber auch die kannst du dann direkt hochladen. Direkt mit der App machen und hochladen. Und insofern siehst du dann eben, genau, dass wir dann alle Informationen haben, um eben auch die Detailplanung für die Anlage machen zu können. Also das heißt, das System arbeitet dann vollautomatisch und kein Mensch schaut sich mehr das an und das alles automatisiert wie bei dem Tesla Fahrassistent. Also fast die ganze Datenaufnahme und Prüfung, das erfolgt eben natürlich in dem Fall einfach komplett digital, aber natürlich haben auch wir noch Ingenieure, die am Ende auf jeden Fall nochmal auf die Planung gucken, auf deine Daten gucken und sicherstellen, dass die Anlage, die dann auf dein Dach kommt, auch genauso installiert werden kann, wie wir das hier digital geplant haben. Jetzt hat sich ja in den letzten Monaten viel bewegt. Die Modulpreise sind nach unten gegangen, die Preise gehen generell runter, wir haben eine Flaute. Als User könnte man ja sagen, ich warte jetzt erstmal, vielleicht entwickelt sich das noch weiter, Speicherpreise und so weiter. Warum sollten den User jetzt zuschlagen?
Also der beste Zeitpunkt für eine Solaranlage ist immer jetzt, weil dann gehen eben auch die 30 Jahre Ersparnis los. Mhm. Aber im Ernst, also wenn wir gucken, was hat sich in den letzten 12 Monaten getan, genau wie du sagst, die Preise für Solaranlagen sind drastisch gesunken. Wenn du guckst, eine klassische 10 Kilowatt Peak-Anlage, das ist auch so, was wir im Durchschnitt verkaufen, hatte ich letztes Jahr noch etwas über 19.000 Euro gekostet. Jetzt liegen wir bei etwas über 13.000 Euro. Das heißt, schon fast 40% Preisverfall. Ja. Das heißt, gerade sind die Preise extrem günstig. Dann haben wir natürlich auch das ganze Thema Verfügbarkeit. Mhm. Also wir können aktuell innerhalb von Wochen installieren. Das heißt auch, du bekommst sie günstig, du bekommst sie schnell. Und eben sind gerade auch von der Regulierung wirklich noch günstige Rahmenbedingungen. Mhm. Wir haben immer noch den Wegfall der Mehrwertsteuer auf Solaranlagen. Die Einspeisevergütung ist noch, wie sie ist. Auch die wird ja jetzt zunehmend abnehmen. Ja. Das heißt, jetzt zuschlagen ist eigentlich der beste Moment. Okay, also das heißt, Preise sind niedrig in der Anschaffung und regulatorische Rahmenbedingungen, Mehrwertsteuer hast du ja gesagt, und Einspeisevergütung ist gut. Und der Mix ist jetzt optimal. Genau, also bei uns die durchschnittliche Anlage rentiert sich gerade innerhalb von 7 bis 12 Jahren. Mhm. Das heißt, du hast eben auf eine Laufzeit wirklich nach einem Drittel eigentlich schon wieder deine Anschaffungskosten drin. Und das hast du eben im Mix dieser gesamten Rahmenbedingungen.